Hallo, hier ist wieder der Biker-Aldi Junger West. Fahre heute dein Vater das Rundchen. Habe vor, quer durch die Eifel wieder zum Mosel, so in Richtung Kochen da die Ecke. Da über die Mosel rüber. Dann ein bisschen in den Hunsrück rein. Und dann irgendwann wieder über die Mosel rüber, wieder in die Eifel rein. Irgendwo habe ich das Gefühl, hier ist ein Vespertreffen oder was. Ich eben zur Garage hingefahren bin, waren auch schon, kamen unheimlich viele Vespers entgegen. Hier vorne fahren jetzt auch schon wieder jede Menge. Denn hier los. Ups. Da hinten geknallt oder was? Naja, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann muss ich mal vorne meinen Vorderreifen messen. Noch hat er genug Profil. Der Dänemark-Trecker. Schön restauriert war der. Ach nee, schon wieder. Das hat wieder die ganze Zeit gut hier. Wenn die Ansage kommt, in den Kreisverkehr fahren und das Ding dann wie eine Schallplatte läuft, die hängen bleibt. Jetzt schon das zweite Mal. Jetzt sind die kurzen Zeit hier. Ich habe noch nicht gefunden, wo dran das liegt. Geht weiter über Schönau.
So. Tank ist wieder voll. Und da fahren wir jetzt weiter. Gemütlich. Kassiererin an der Tankstelle hier. Sagte dann noch, man soll vorsichtig, fahren. Sie wären am Blitzen. Aber ich fahre ja sowieso immer fast regelkonform. An Misch vorbeizugehen jetzt, wie ich das so sehe. Jetzt doch erstmal weiter Richtung Nürburgring. Jetzt nach Müllenbach.
So, jetzt nach Ulmen. Noch bin ich aus dem Einflugschneisenbereich zum Nürburgring noch nicht raus. Nur ich fahre in die entgegengesetzte Richtung jetzt. Aber verhältnismäßig ruhig. Außer da der Wasserscheide, da kann man rein hier. Vor allen Dingen heilige Blinde, die nicht lesen können. Und man weiß, ich Führerschein im Automat gezogen hat. Shit, hier ist auch der Sportbilder. Kann nicht wahr sein, 7 Cent weniger. Richtung Ulmen kochen geht's weiter. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Damit sind wir bei Kaldi, aber jetzt übrigens wieder. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.